Sollen wir uns auch den Helden abschließen? Wir können wenn das irgendwie nicht kriegt, auch auf den Helden schießen. Und wir versuchen jetzt einmal, 30 Sekunden zu halten, okay? Und gar nichts zu machen. Also, die Schultern sind über den Händen. Ellbogen ganz leicht gebeugt, strecken die Beine aus. Sind gerade gerne weg. Atmen. Und wir starten nach jetzt. Schultern drüber runter, wir halten einfach nur und atmen. Gleich sind es 15 Sekunden. Es ist jetzt. Jetzt versuchen wir nach 15 zu halten, das kann ich jetzt mit den Knie runter. Was nicht passieren soll, ist, dass ihr Kreuz kriegt. Ihr solltet nicht den Bauch so runterziehen, weil ihr wollt einfach gerade bleiben. Ihr wollt auch nicht den Hintern hochstecken. Aber jetzt sind es gleich die letzten 4, 3. Und jetzt folgt euch die Knie, setzen uns zurück und wir standen um. Und Achtung, der hat den Lutz. Jetzt könnt ihr so ein bisschen runterschauen, jetzt sieht man das Becken. Und ihr solltet es halt so vom Gefühl her merken, ihr seid sehr gerade während der Rente, nicht durch. Die Schultern drücken jetzt ganz fest runter. Das ist bei uns nicht den Elfen weg. Und es werden 15 Sekunden, wenn wir noch dabei sind, und dann drauf. 8, 7, 6 und 5 und vielleicht noch 4 und vielleicht noch 3. Euer noch 2 und wir beugen die Knie. Super, Leute, setzt euch zurück, entspannt ihr wieder vom Kopf. So, das war jetzt mal für ein paar Augen. Jetzt machen wir die hintere Oberschenkelübung. Und da wollen wir uns so hinlegen, dass wir mit den Füßen praktisch, also dass wir mit den Hintern da ganz nah bei der Matte sind, so, mit den Fersen auf die Füße draufsteigen. Ich glaube, das geht sich aus, ohne dass man die Matte halbiert, aber ihr könnt es auch halbieren. Dann hat es einfach mehr Platz, okay? So, wir legen uns dann so hin, stößen uns an der Seite ab, heben das Becken hoch. Und die leichte Version, die geht jetzt so, immer nur ein Bein strecken wir aus. Und die schwere Version, die geht so. Und dann machen wir kurze Pause, bringen ab, sprechen die Beine vielleicht kurz aus. Und dann machen wir nochmal Becken hoch, ab und fertig los. Super, bisschen noch. Ah, Pause bewegen. Ab, sprechen kurz aus, entspannen uns kurz. Einmal raus noch. Dann sind wir jetzt mit dem Oberschenkel ganz drüber. Einfach beugen, einfach hoch und los geht's. Letzte Sekunde. Ein Hammer. Auf 4, 3 und geschafft. Super, Leute, streckt die Beine aus. Entspannt sich kurz, stärkt sich mal auf, schüttelt sich so ein bisschen aus. Und wir werden jetzt aufgeben. Wir gehen nochmal die Beinstelle. Machen wir uns was für dich. Eine Matte. So, wir nehmen die Matte in eine Hand und hier bereit stellen wir die Seite drauf und so gehen wir hoch. Jetzt schaut den Daumen nach oben, schaut alles auf die Wirbelsäule und das Bein ist gestreckt. Und jetzt machen wir 8 Mal, bitte weiter auf 8, 7, die letzten 4. Und falls ihr jetzt merkt, dass ihr heute auch nicht verfügt und sich runter, wir versuchen oben dreimal kurz zu halten. 1, 2, 3 und tief. Das wird jetzt zumindest mit der Hand ein bisschen schwer. Und dann könnt ihr das Becken und ohne Hand weitermachen, genau dasselbe Übung. Und noch einmal. 3, 2, wir versuchen das jetzt noch. 4 Mal zu schauen. 3 Mal noch.
Smart. Jetzt nehmen wir alle die Hand weg und halten oben kurz. Nur auf dieser selben Seite. Bleib oben. Achtung noch. Noch hier. Kurz werfen, wenn die Hand oben ist und entspannen noch kurz. Und dann kommen wir langsam wieder hoch, wenn wir die Hand jetzt mit der zweiten Hand strecken, das zweite Bein, viermal. Achtung, fertig und los. Hoch und tief. Stellt sich eure Bauchnabel von uns nach oben gegen die Wirbelsäule und damit bewegt sich möglichst wenig bei dieser Übung. Achtmal. Die letzten vier. Die letzten zwei. Vielleicht die Hand verwenden, wenn ihr das geht, lasst uns um dreimal kurz. Drei, zwei, eins und tief. Drei, zwei, eins und tief. Drei, zwei, eins und tief. Super. Drei, zwei, eins und viermal noch. Drei mal noch. Noch. Jetzt nehmen wir alle die Hand weg und halten 6 Runden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein paar locker. 8, 7, 6. Leute, die letzten 4, wir haben es geschafft, wir locken aus. So, das war's mal für den Rücken. Das erste, wir legen uns auf die Seite und machen ein bisschen was in die Seite hier mit Muskulatur. Wir haben ein stehenscheidiges Mann heute. Und wer nimmt sich die Hand dazu? Wir machen ein bisschen was mit den Armen auf den Knie. Weil wir den Schnee heute schon gestreckt, was gemacht haben, haben wir jetzt gebeugt. Ich wechsle nur kurz die Musik und hört garantiert gleich auf. Bringt so mal einen Schluck mit sich auf die Seite. Wir werden uns dann so hinlegen, dass beide Beine übereinander im rechten Winkel liegen. Also in der Hüfte rechter Winkel, im Kniegelenk rechter Winkel. Okay. Und wir nehmen dann die Hand dazu vorne, nehmen uns hin und dann machen wir ein bisschen was für Beine. Und aber auch für die Schulter. Einmal etwas anderes. Dann nehmen wir die Hand wieder an, jetzt die Hüfte hoch mit Schulter oder andere Ecken, weil sie schon hinter den Rücken kommt. Dann kommt man so hoch. Okay, das ist Bein. Und dann so hoch und hin. Ganz wichtig, Bauch und Rücken bedecken, das Thema von bewegt sich nicht. Es bewegt sich nur das Bein und Bein der Mitte. Das Thema gut hin. Dann auch anspielen. Dann hoch und hin. Dreimal hoch. Gut, so, wir halten dieselbe Übung dreimal oben kurz. Jetzt mehr. Mit der Hand, das geht langsam immer. Nehmt es vorsichtig runter, versucht das Bein zu machen, weiter zu machen. Umgekehrt jetzt natürlich auch. Wahrscheinlich kann die Schulter vorne nicht. Ganz den Arm immer noch oben schauen. Viermal hoch. Dreimal noch. Die letzten zweimal noch. Ein allerletztes Mal ist es so, dann wir nehmen jetzt einmal die Hand aufs Bein und jetzt versucht man hier noch kurz zu halten. Natürlich wird es mit der Hand lieber mit ohne die Hand, aber lasst es auch so lange es geht. Achtmal noch. Die letzten vier. Das war's nämlich schon. Wir legen das Bein ab, legen die Hand runter, blocken die Seite aus. Zusammen mit der Stehenübungen, Übung heute für die Seite. Passt es so? Wir nehmen das obere Bein. Vor, hoch, das Knie hoch, das Bein strecken und wieder mit dem Arm durch und drehen auf. Das ist die Ausrufungsübung, die wir schon so kennen. Bitte weiter. Hoch und tief. Und jetzt machen wir 8 Mal noch.
Fingerspitzen zu berühren. Achtmal. Die letzten vier. So, jetzt nehmen wir nochmal einmal auf die Hand und gehen einmal noch in diese Auslage zu bewegen. Ganz wichtig dabei, der Ellbogen rückt voll in die Rippen und geht dort nicht mehr weg. Handfläche schaut runter zum Boden. Und wenn Sie mit dem Stecken machen mit der Schulter, hört es früher auf, sonst versuchen wir es noch an. Und die letzten zweimal noch. Und jetzt ganz zum Schluss das Bein nochmal oben halten und kurz. Nur noch halb so lang. Und dann streckt man den Arm auf die Fingerspitzen runter und drückt einmal noch achtmal in die Beine mit den Fingerspitzen. Die letzten vier. Flug der Leute, wir lassen locker. Und entspannen uns. So, wenn wir gleich hier auf die Seite so liegen, was sieht, stützen wir uns hier aber ab. Und machen jetzt die Bauchübung. Ich zeige es nochmal kurz vor. Füße zusammendrücken, mit den Ellbogen hier gegen die Knie drücken. Ganz wichtig bei dieser Übung, wir sitzen hier auf der Seite am Liegen. Der Bauchnabel und die Zehenspitzen, das schaut alles so schräg vor. Und wir sind ein bisschen wie ein U-Hacker. Wir ziehen den Bauchnabel zu der Seite. Achtung, fertig. Hoch. Bitte weiter. Den Schwenk nach dem oberen Arm aus,
Schulter. Schulter nach hinten. Und wenn Sie nicht schief oder so, dann nehmen Sie die Hand vorher schon runter. Ansonsten, wenn es noch breiter sieht, machen wir das 8-mal. Super, die letzten 4 vielleicht noch. 2-mal noch. Und jetzt nehmen wir die Hand runter, das Bein bleibt von mir hier noch kurz, ganz gleich oben tief. Noch hier. Und dann strecken wir einfach noch den Arm aus, klappen die Fingerspitze runter, drücken wir es dagegen. 8, 7, wirklich ein Rock. Ganz jetzt, die letzten 4. Super, Leute, wir lassen lockern, wir entspannen uns. So, wir haben jetzt noch eine Rückenrunde, wir legen uns auf den Bauch. Wir nehmen die Beine ein bisschen weiter auseinander. Strecken die Arme nach hinten, Füße können wir vorne hinten anspannen, wir ziehen hoch und tief. Drücken die Schulterblätter fest zusammen und drücken mit den Fingerspitzen beim Aufkommen gegen die Oberschenkel. Genauso. 8-mal noch. Viermal noch. 2-mal noch. So, und jetzt gleich nach oben, halten wir oben das Zimmer. Rechts, links, rechts, links. Bleibt oben, Füße am Boden, Füße am Boden. Lasst die Füße am Boden, spannt sich nicht mehr ganz fest an, das Becken bewegt sich nicht. Und jetzt sind nur rechts und links. Und das versuchen wir 8-mal noch. Die letzten 4-mal noch. Die letzten 2-mal noch. Super Leute, wir lassen locker, entspannen uns. Ja, okay. So, wir drehen uns jetzt auf den Rücken zurück. Und, na, bleiben wir weg so. Wir haben hier noch was für die Brustmuskulatur. Wir haben uns halt schon einmal gestützt, das ist schon ein Wert, das können wir nochmal versuchen. Wir machen nie gestützt und wir machen heute nur 8 Wiederholungen. Das heißt, die wollen, können versuchen, die Beine zu strecken. Und dann, wenn es niemand geht, so die Knie beugen und so weiter machen. Okay, wir beginnen mit 4, 3, 2, es geht los. Und 1, 2. Macht so viel mit den gestreckten Beinen, wie es geht, die letzten 4 noch. Maximal noch 2. Und jetzt Pause, Knie beugen, nach hinten setzen und noch 1. So, wir machen das noch 2-mal. Wer das Gefühl hat, das war jetzt ganz, ganz furchtbar, dann die Knie schon beugen, aber lasst es noch weit hin. Sonst versucht es nochmal, wenn ihr nur 2, 3 gestreckt macht, ist auch okay. Achtung, fertig, los, und wirklich, Knie hoch. Wer jetzt merkt, das geht so lieber, hat sehr verbeugt, weil unter die Knie wäre Füllung und das wird leichter. Genauso gut können wir es wieder strecken und weiter machen. Maximal noch 2. Und wir lassen locker. Vielleicht hochkommen oder kurz nach hinten setzen. Einmal versuchen wir es noch. Und je nachdem, wie es jetzt war, macht es euch leichter. Beugt es die Knie oder versucht es nochmal gestreckt. Achtung, fertig und los. Wichtig ist, wir gehen mit dem Kopf ein bisschen vor den Händen runter. Schaut ganz gut aus der Hand. Die letzten 4 noch maximal. Super, 2-mal noch. Letztes Mal. Und wir haben es geschafft. Fertig. Sehr gut, Leute. Wenn ihr wollt, verschränkt die Hände hinterm Rücken, drückt das Brustbein nach oben, zieht die Arme ein bisschen hoch, wenn es sehr angenehm ist, ihr könnt auch das hier machen. Man kann die Arme auch ausstrecken, sich zurücksetzen. Wir werden uns dann auf den Rücken legen, wir machen die letzten Übungen für den Bauch. Wisst ihr, was kann man schon machen für den Bauch? So, ein bisschen muss man heute nicht trainieren, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen mitmachen. Und ich habe mit gestreckten Beinen, das ist die Bauchübung, wo man mit gestreckten Beinen hochgeht. Beine sind gestreckt, ganz entspannt. Die meisten von euch kennen die Übung schon. Den Arm beugt man an der Seite, ganz am Oberkörper. Dann drückt man fest runter. Beine sind komplett entspannt. Die zweite Hand schaut so gerade nach oben. Und jetzt drückt man es mit dem unteren Ellbogen so weit hoch. Und dann gehen wir wieder runter und dann gehen wir wieder hoch. Langsam hoch und langsam tief. Langsam hoch. Bitte weitermachen, nochmal. Langsam hoch. Jetzt ganz wichtig, die Beine sind komplett locker. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass
seid ihr immer runter. Ihr kommt aber so weit rauf, bis nur ihr den Weg geht. Und wichtig ist, dass das untere Bein ganz locker hängt
und wir ziehen mit dem oberen Teil das ganze Becken mit hoch, gerade über oben, nicht über Kopf, achtmal noch. Und heute versuchen wir heute ein bisschen schwierigeres. Und zwar versuchen wir dasselbe doppelt, ohne ganz abzulegen. Ich zeige es mal vor. Wir ziehen hoch, 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 hoch. Das kann man ganz am schnellen Wechsel. Und ziehen wir zweimal, zweimal, zweimal. Und wieder eins von rechts und links. Einmal hoch, einmal hoch. Einmal hoch. Und wenn ihr das Gefühl habt, dieses Doppelte, das ist irgendwie nichts für mich, dann macht es eins und weiter. Und wer will, versucht es einmal noch doppelt ab und fährt die los. Eins, zwei, eins, zwei. Ich muss ganz schnell wechseln. Das brennt hoch, aber dann haben wir nicht die Pause gesetzt. Vier und drei und zwei. Und wir lassen locker und wir strecken uns ganz lang aus. Liebe Leute, wir sind fertig für heute, wir dehnen zum Schluss, wir entspannen uns ein bisschen, tief ein- und ausatmen. Ziehst das Kreuz vom Boden hoch und als Streckenstütz die Bauchdecke. Und dann lassen wir locker, wir stellen einfach auf das zweite Strecken nach oben, Ferse zur Decke und kreisen.